Moin Leute, mein herzliches Willkommen zu einem neuen Casino-Video. Letztes Video sehr erfolgreich gewesen mit Book of Time. Daher dachte ich, gehen wir jetzt direkt nochmal da rein. Es ist derselbe Tag, nur halt etwas später. Ich glaube 5-6 Stunden später. Ich habe mich entschieden, einfach mal zu gucken, wie weit komme ich denn jetzt heute nochmal, wenn ich einfach in Book of the Time 5 mal den Wie spät ist es Bonus kaufe. Ich weiß gar nicht, wie das in Englisch heißt. Also ob das einfach direkt wirklich so übersetzt ist. Ja, auf jeden Fall kaufen wir 5 mal für 120 Euro. Hoffen, dass der paid. So wie vorhin im Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt, gerne auschecken. Link zu den Casinos, wo ich eigentlich am meisten und am liebsten zocke, ist auch in der Videobeschreibung. Ja, okay. Wir haben einen akzeptablen Start. Nee, eigentlich nicht. Ja, vorhin hatten wir halt das Glück, dass die Snakes da durchconnected haben. Das hat dann natürlich big gezahlt. Dazu hatten wir einen deutlich höheren Multi. Aber mir gefällt das Feature sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn man, da denke ich, einige Mal am Stück sehr, sehr durchgenommen werden kann, so wie wir jetzt gerade. Aber we will see. Zweites Feature. Wir sind mit, ich weiß gar nicht, 1,550, glaube ich, gestartet. Also es, ich würde zumindest gerne auf 1,5 heute bleiben. 1000 Euro würde ich eigentlich rausnehmen wollen. Da müssen wir aber nochmal schauen. Also wenn es jetzt gar nicht mehr läuft, vielleicht bleibe ich auch noch ein bisschen länger drin. Aber wenn wir uns jetzt über ein paar Videos halten, dann würde ich 1000 erstmal wieder, glaube ich, auszahlen. Obwohl die Videos momentan auch Spaß machen. Jetzt, ja, wir bräuchten halt mal 2x X's wieder. Mit einem guten Symbol. Naja, okay. Hälfte wieder drin, 100x bekommen. Ist das okay? Ich glaube eher nicht. Dritter Bonus, das geht in dem Spiel echt schnell. Vielleicht müssen wir doch mehr Boni machen. Oder beziehungsweise Boni kaufen. Damit das Video nicht zu kurz ist, obwohl ein kurz und knackiges Video auch nicht immer schlecht ist. Schauen wir mal. Nee. Oh, die Snakes, wenn da natürlich was connected. Aber das ist jetzt gerade brutaler Scam. Okay, da wurden wir durchgenommen. 0x. Vierter Boni. Danach würde eigentlich nur noch einer kommen. Das heißt, der muss jetzt eigentlich was bezahlen. Wir haben uns echt gut auseinandergenommen jetzt. Schauen wir mal. 5x ist natürlich gut, aber connected halt nicht. Komm schon. Okay, 4x, dann bin ich Snake Line. 48, besser als gar nichts, wenn man mal ehrlich ist, weil wir vorhin hatten wir gar nichts bezahlt und das sah jetzt gerade auch schon wieder so aus. 2 Stück, aber es connectet trotzdem nicht. Sehr bitter. Und damit ist es wieder ein Minus-Buy. Ja, dann kommen wir zum letzten Buy. Ich werde jetzt hier heute, denke ich, auch keine Rage-Bet machen und irgendwie dumm erhöhen. Wir bleiben einfach ruhig und gucken uns das an, wie viel dabei jetzt rumkommt. Vielleicht mache ich aber ein, zwei Boni oder Bonus-Buys noch mehr, damit das Video nicht so kurz ist. Connected leider wieder nicht, die 2 Stück. 3 Stück wäre natürlich auch mal krass, ne? Wenn man 3 Stück auf einmal kriegt. 7x ist natürlich stark, aber natürlich nicht so. 8x eigentlich auch stark, leider aber in der Form unbrauchbar. Leider keine hohen Multis. Sehr schade. Und damit auch keine guten Connections. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, manchmal, das muss ich in dem Spiel echt zugeben, habe ich nicht kapiert, manchmal ist das White, geht er ganz durch und manchmal nicht. Da weiß ich noch nicht, warum er manchmal nicht durchgeht, weil er hätte jetzt gerade bei den 3 Stück natürlich auch komplett durchgehen können, was er aber nicht gemacht hat. Oder vielleicht hätte er es eben auch nicht machen können. Ja. Schauen wir mal. Das ist dann jetzt der 6. Buy. Das ist natürlich bitter. Du hast so ein geiles Bild und die Connection, beziehungsweise der Multi ist von Arsch.
Ja. Ich denke, wenn jetzt hier nichts Besonderes mehr passiert, kaufe ich jetzt noch einmal. Ja, Einkauf mache ich noch, in der Hoffnung, dass wir zumindest 8 Euro wieder kriegen. Obwohl, wir haben ja jetzt 14 wieder bekommen. Das heißt, brauchen wir ja gar nicht. Ja, dann ist das der letzte Buy jetzt, egal was passiert. Hoffentlich kriegen wir zumindest 500. Aber das heißt, zumindest 500 wäre natürlich stark, aber dann wären wir ungefähr bei plus minus 0. Ansonsten haben wir hier gut auf die Fresse bekommen in der kurzen Session. Aber so ist das, wenn man 120 Euro Buys macht. Man hat ja vorhin auch gesehen in meinem anderen Video, dass das mega Potenzial hat. Hier natürlich wäre auch schön gewesen mit Multis. Da zum Beispiel. Ah, okay, ich glaube, der geht so weit runter, bis wo das X ist. Jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, jetzt müsste er zwei, drei, nee, okay, drei Steps. I see. Keine Connection. Leute, Leute, Leute. Scheiß drauf, ich mache noch ein Buy. Auf 200. Und dann sind wir aber wirklich raus. Einmal müssen wir es noch probieren. Sonst haben wir richtig verbrannt. Zumindest die 200 wieder kriegen. Das ist so das Minimum, was ich mir wünsche. Ich werde natürlich einfach in den Titel trotzdem schreiben: 820 GB. Da mache ich jetzt nicht irgendwie Hackmeck, dass ich noch einen 200er gemacht habe. Aber der muss connecten jetzt, Bro. Was ist das? Du kannst uns nicht komplett auseinandernehmen. Wie viel Zeit das? 90. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich denke, ich nehme jetzt noch eine Session auf in einem anderen Slot. Ich muss mir das überlegen. Ich bin halt immer noch, ich habe immer noch nicht gepennt. Da neigt man natürlich dazu, noch mehr zu zocken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, 8 Buys auf 120 Euro, beziehungsweise einer auf 200 gegen Book of Time. Leider für den Arsch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.